So, ihr Lieben, da sind wir wieder zurück bei der Schlurk und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir die Dachkonstruktion hartes Kopfzerbrechen bereitet. Aber offensichtlich nicht nur mir, sondern auch euch, denn ihr seid euch wie immer nicht einer Meinung. Was haben wir alles gelesen? Vorne links und hinten rechts, dunkles Dach und weiße Erker, gar kein Dach, aber dafür Zinnen. Also die komplette Bandbreite. Ich bin kein Millimeter weiter und deswegen müssen wir gucken, dass wir jetzt irgendwie einen Kompromiss finden. Jawohl. Und die erste Frage, die ich mir deswegen stelle, ist, können wir dieses Dach überhaupt umfärben? Wenn ja, sind wir schon mal einen Schritt weiter. Hier gibt es eine Farbpalette. Da gehen wir doch mal hier auf diesen Rotton und suchen uns hier was ganz Dunkles aus. Das hier. Und schauen mal, wie das ausschaut. Jawohl, guck mal. Wir machen das einmal für alles hier. So, das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Und wir nehmen jetzt einfach mal diese Teile hier weg. Die stören gerade ein bisschen. Yo. Also, farblich ist das schon okay. Das kann gelten. Wir gehen jetzt doch mal daher und holen uns jetzt mal diese Vorbaulatten da, wie auch immer die Dinger gerade heißen. Jetzt komme ich nicht drauf. Da, Schindeldach. Dachkante, Dachkante, das war das Wort, um Gottes Willen. Jo, bitte, hier. Einmal, wir müssen die Farbe noch ändern. Ich sehe es schon. Dann machen wir das erst. Das machen wir zu. Hier gehen wir nochmal auf diesen dunklen Farbton. So, ich bin ein Mann. Ich habe für diese Farbe keine Bezeichnung. So ist das. Den Editor müssen wir schließen, sonst können wir es nicht kopieren. So, das ist die Höhe. Und wir brauchen das andere Teil auch nochmal, das hier zwischenhin muss. Das ist diese Gerade, die da. Und jetzt hat sie schon die richtige Farbe. Das ist doch schon mal gut. Wir kommen der Sache näher. So. Ja, ich drehe genau andersrum, wie sich das Teil dreht. Muss ich immer gleich dreimal wenden. Also jetzt schaut das Ganze mal so aus. Ja, nu. Vorne links ist doch schon mal okay. Ich denke mal tatsächlich, dass die Variante nicht unbedingt so zu dieser Zeit verbaut wurde. Insofern machen wir das mal weg. Das hier ist mir ein bisschen zu plump. So, und das hier ist, glaube ich, auch nicht unbedingt der Zeit entsprechend, ne? Also, wir wären bei vorne links. Ich lege das jetzt einfach mal fest. Wir machen das hier mal alles schön weg. So, das muss weg. Das Teil müssen wir mitnehmen. Dies hier auch. Jetzt ist die Frage, wie das ausschaut, wenn wir das hier einfach mal so ein bisschen auf die Türme verteilen. Oh, die Waschbären. Ich weiß, was ich vergessen habe. Ach hey, Leute, wir machen hier eine kleine Pause. Ich habe immer noch das Männchen dabei. So, Brenly, da darf der Arzt kommen. So, also, wenn wir schon nach den Waschbären gucken, dann machen wir aber auch bitte mal eine schöne Uhrzeit hier. So, jawohl, Twilight-Stimmung, da haben wir sie wieder. Und so schaut das aus hier, guckt mal. Alles voll mit Waschbären. Ah, die vermehren sich ja tatsächlich wie Kakerlaken. Hier vorne auch alles voll. Also, wir müssen mal unser Männchen suchen. Und vor allen Dingen haben wir jetzt auch viel männlichen Nachwuchs dabei. Da finden wir es nicht. Ach, Matze, hier. Da sind wir zu Hause. Wir sortieren mal nach Alter. Und da sehen wir hier, da. Liam, du bist das. Ab mit dir in den Schnellhandel. So. Noch jemand? Zumindest kein erwachsenes Tier mehr. Und bei den Männchen hier, upsala, da müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen Zeug verteilen, ne? Damit wir hier demnächst unsere Ruhe haben. Oh, sind das viele? Ach du Schreck. Gut, wenn die erwachsen werden, dann gibt es den nächsten Trouble. Aber der interessiert uns heute nicht. So, kleiner Ausflug zu den Waschbären. Hier ist die Schlurk im Twilight.
Von vorne sieht es jetzt schon mal ganz gut aus, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir fehlt hier noch ein bisschen was. Irgendwie. Nun. Ich will doch noch mal eine Alternative anbieten. Ja, so ganz happy bin ich noch nicht. Wir gehen mal auf 18.45 Uhr. Haben wir ein bisschen Licht. Und hier vorne machen wir jetzt noch mal eine andere Variante. Mich lässt der Gedanke mit den Zinnen noch nicht ganz los. Wir probieren einfach noch mal was aus, ne? So. Wenn wir Zinnen hier haben wollen, können wir entweder ganz plumpen Dach bauen. Oder aber wir können noch mal einen Ausstieg anbieten. Lasst uns erstmal hier das so hinstellen und noch ein paar Zinnen obendrauf. So. Jetzt gucken wir mal. Ich habe das Gefühl, dass ich eure Antwort kenne. Also wir teilen jetzt einfach mal die Schlurk links rechts optisch auf, damit wir ein bisschen einen besseren Gesamteindruck bekommen von dem, was ich hier gerade tue. So. Und dann machen wir erstmal dieses Eckchen hier fertig. Ne, wisst ihr was? Kommt, wir machen das gerade einfach parallel. Dann geht das ziemlich schnell und einfach. So, bitte. Nochmal Zinnen. Mhm. Ja. Wenn man zu sehr im Flow ist, dann wird's nichts. Und jetzt gehen wir nochmal hierher. Und machen hier so einen kleinen Ausstieg hin, ne? Einmal hier. Einmal. Oder obwohl, wir machen ihn lieber nach hinten, ne? So. Jetzt könnte man natürlich hier auf der Etage auch nochmal miteinander verbinden über den Weg. Das wäre jetzt noch eine weitere Variationsmöglichkeit. Jawohl, nicht liken, klicken. Hier, da wollen wir hin. Das ist unsere Höhe. Und jetzt haben wir so ein bisschen ein Problem wieder mit dem Rasterpunkt. Die Mauer hängt in der Luft, wenn ich hier hingehe. Und da passt es nicht so richtig. Gucken wir mal. Wir ziehen das jetzt ein Stück rein, dann ist das das überhängende Teil. Der Rest steht fest, ne? Jawohl, okay. So, dann nochmal. Jetzt habe ich es nicht richtig gemacht. Hängen alle so ein bisschen über, oder? Kann das sein? Hinten der hängt über, vorne der hängt über. Wenn ich den hinteren rausziehe, dann gibt es hier wieder Kanten. Na gut, dann ist das halt so. Machen wir das einmal so. Ziehen den hier noch ein Stück nach vorne. Ziehen die beiden jetzt raus. Und den nach hinten. Dann haben wir zumindest mal die gleiche Form bei beiden. Aber so richtig quadratisch ist es nicht. Wir machen es quadratisch. So. Gehen wir mal nicht so sehr auf dieses Detail ein. Akzeptieren jetzt einfach mal die Dinge, wie sie sind. Haut hin. Und da oben drauf gibt es jetzt natürlich noch eine Runde Zinnen. Wo sind wir denn jetzt? So, und hier hinten nochmal. Jawohl. Wir können natürlich immer noch drüber diskutieren, ob wir jetzt diesen Eingang, Ausgang hier nach vorne drehen. Jetzt will ich eine Sache noch aus Spaß ausprobieren. Upsala. Ja, einen Rahmen ziehen, den wir nicht brauchen. Das ist immer lustig. Das mache ich immer gerne. Wir ziehen jetzt hier oben noch einen Verbindungsweg. Aber nur auf dieser Seite hier. Der hängt in der Luft. Der Zinne hängt in der Luft, genau. Müssen wir drehen. So.
Könnte natürlich sein, dass das jetzt ein bisschen... Ah, das ist zu viel, ne? Das ist zu viel. Zumindest mit den Zinnen hier oben drauf. Der Weg ist auch zu breit. Ne, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. So. Also, gucken wir nochmal von vorne drauf. Und wir könnten ja hier noch eine Platte reinziehen. Hier so eine. Jawohl. Okay. Schauen wir von vorne drauf. Und jetzt ist die Frage, rechts oder links? Jawohl. Leute, es gibt nur zwei Optionen und bitte jetzt keine Alternativen. Bitte eine klare Entscheidung. Rechts oder links, wobei ich kann mir schon vorstellen, wie es endet, ne? Wir machen jetzt auf jeden Fall dieses Dach hier unten dunkel. Und wir probieren mal noch ein bisschen dunkler zu werden. Wir gehen jetzt mal tatsächlich in die schwarze Ecke. Das will ich mal sehen. So, fürs Fenster habe ich im Übrigen noch immer keine neuen Ideen. Und jetzt machen wir es mal ein bisschen heller hier drin. Ja. Das ist schon gut, oder? Ja, das ist gut. Das machen wir mal. Moment. Das ist nicht das Schwarz, was ich drüben habe. Es ist das Schwarz, was ich drüben habe. Es wirkt nicht schwarz. Okay. Ist auch nicht so wichtig. Hauptsache dunkel. Jetzt gehen wir mal hierher, holen uns nochmal eine Dachkante. Wo sind sie denn? Die sind da. Hier, das machen wir jetzt wenigstens ein bisschen hübscher. So, das ist jetzt hier ein bisschen reingewachsen. Das darf sein. Hinten brauchen wir es nicht unbedingt. Und dann nehmen wir die beiden Dachkanten auch noch mit auf die andere Seite. Jawohl, ja. Okay. So, und dann können wir auf jeden Fall, egal wie das sich hier ausgeht, drinnen die Dächer lassen. Und dann braucht das Ganze natürlich jetzt noch ein bisschen... Ja, bin schon dabei. Wir brauchen Erker. Und das war auch das, was ich schon angedeutet habe, was ich an die Außenfassade noch bringen würde, so als Idee. Und es gibt ja hier Erker, ne? Schauen wir doch mal rein, was wir hier haben. Irgendwo hier waren welche versteckt. Oder irgendwelche Erker-Bastelsets, ne? Und siehe da, die haben auch Zinnen. Ja, womit fangen wir denn an? Was haben wir denn hier? Mauerwerk, Turmverkleidung groß. Turmsockel groß, Turmsockel groß, Turmdachsockel. Was ist denn der Unterschied zwischen Turmsockel und Turmdachsockel? Ich glaube, das Ding muss am Ende oben drauf. Gucken wir mal. Ja, das könnte sein, dass das oben drauf muss. Hm, hier haben wir Turm groß und einen kleinen. Also, wir probieren es jetzt mal aus. Fangen einfach mal hiermit an. Setzen jetzt mal den Turmdachsockel da oben drauf. Was habe ich gerade gesehen? Turmdachsockel da. Ja, es könnte sein, dass die zusammengehören und auch so irgendwie zusammenpassen. Aber irgendwie doch nicht, oder? Nee, so richtig geht das nicht zusammen. Also kann man schon machen, aber ist irgendwie nicht ganz so toll, oder? Wir nehmen nochmal die Positionsausrichtung mit dazu. Soll das so sein? Das soll so sein und so macht das Sinn. So ist das hübsch. Okay. Dann nehmen wir jetzt nochmal den Sockel unten dran. Das ist aber dann zu groß und außerdem steht er gerade auf dem Kopf. Das können wir noch ändern.
Dann müssen wir ihn einfach mal drehen um ein paar Grad. Damit es mit den Fenstern schöner ist. Und dann bräuchten wir natürlich tatsächlich irgendeinen Sockel darunter. Und zwar den großen Turmsockel. So, Dalle. Das wäre das Ding. Und das Dach obendrauf, jawohl. Turmdach. Groß. So. Bitte, können wir denn hier irgendwie die Farbe ändern? Ja, wir können. Weiße Erker. Also die Fenster, die lassen wir orange beleuchtet. Jetzt ist die Frage, was ist hier unser Weiß? Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist so ein bisschen dieser Mörtel. Das setzen wir mal zurück. Wir gucken uns nochmal alle Farben an. Oh, das ist natürlich mal schick. Mal gucken, was hier noch kommt. Das sind jetzt die Steine. Also ich glaube, weiße Steine macht hier keinen Sinn zu dieser grauen Burg. Aber tatsächlich weißer Mörtel. Das finde ich ja mal rattenscharf. Und das hier auch weiß. Das zu weiß. Mal gucken. Können wir generell die Mörtelfarbe hier ändern? Das ist jetzt die nächste Frage. Ich habe so viele Fragen. Das ist ja unfassbar jetzt hier. Ist ein bisschen zu hart, oder? Also pass mal auf, wir nehmen hier nicht den weißen Rahmen, wir nehmen nur den weißen Mörtel hier. Ich glaube, dann wird das ziemlich gut, aber wir machen das nicht beim Rest der Burg. Wird sonst ein bisschen zu viel, ne? So, das ist unser kleiner Erkerturm. Der muss jetzt mal an die eine oder andere Seite angetüttelt werden. So, ein bisschen natürlich raus, ne? Das ist zu weit raus. Der sollte auf jeden Fall hier irgendwie andocken, ne? Und hier auch. So, dann hängt er da eigentlich richtig... Nee. Nicht richtig gut. So besser. So ist das besser. So macht das mehr Sinn. Lasst uns nochmal schauen, dass wir das jetzt einmal präzise machen. So, und hier auf der Seite. Eigentlich passt das, ich bin nur ein bisschen hier oben verwundert darüber, dass diese Ecke hier nicht so sauber sitzt. Müssen wir noch ein Stückchen raus, oder? Ja, so viel besser wird's nicht. Gut, also, Frage ist auf welche Höhe, ne? Das ist jetzt natürlich ein Ding. Wir gehen jetzt mal direkt hier rüber. Und probieren das mal mit diesem Zinn hier ein bisschen in so eine Art Abgleich zu bringen. Damit wir da mal so eine Bezugshöhe haben. So. Das persönlich würde ich gut finden. Das könnte auch die Drehung das Problem sein, ne? Die Drehung ist mein Problem, jawohl. Ich hab's erkannt. Ja, so schaut es doch schon mehr aus, wie es ausschauen sollte. Ich habe das noch nicht so richtig verstanden hier. Das wäre jetzt gut. Jetzt passt das hier von der Seite einigermaßen und von der auch einigermaßen. Jo, Leute, jetzt ist gut. Jetzt ist vorbei. So bleibt's. Und
Wir ziehen noch so ein Ding hier hin. Jetzt müssen wir es tatsächlich drehen, sonst haut das nicht hin. Das ist der Winkel. Ja, es ist nicht ganz so hübsch hier. So ungefähr. Ich frage mich trotzdem, ob das mit dem Weiß hier die prickelnde Idee ist. Ist ein bisschen zu auffällig, finde ich. So. Einmal nach hinten. Das ist irgendwie schwierig hier reinzutüddeln, ne? Wir müssten es drehen. Ja. Jetzt haben wir tatsächlich mal wieder jemanden, das Zeitliche segnet. Also hier einmal schwupps. So, und jetzt, Sala. Da fehlt was. Wieso fehlt da was? Was ist jetzt los? Jetzt geht gar nichts mehr. Und ich habe die Erker nicht in der Burg, in der Baugruppe der Burg. Das ist zu hoch. Das ist zu hoch. Wir ziehen die Dinger mal ein Stück runter. Wo muss es hin, auf welche Höhe? Ja. So ist gut. Und jetzt haben wir es natürlich schon wieder nicht mehr markiert. Wir ziehen es jetzt nochmal auf die andere Seite. Jetzt kann man natürlich überlegen, ob wir hier auch noch was hinmachen, aber das würde es auch langsam ein bisschen überfrachten. Also sagt mir bitte nochmal eure Meinung zu dem Weiß. Ich bin da, obwohl ich die Idee richtig gut finde, da farblich was zu machen, vielleicht noch nicht so überzeugt, dass das jetzt das ist, was es hier braucht. Oh nein. Du weg, okay. Drüben fehlt noch ein Teil. So, und dann Steuerung X. Rüberziehen. 90 Grad Drehung. Und jetzt irgendwie anpassen. Anu, das sieht gut aus. Damit können wir leben. Also, Erker. Check. So, und damit ihr das jetzt nochmal ein bisschen vergleichen könnt, machen wir jetzt mal den Blick auf die Seite hier. Und machen hier hinten den weißen Mörtel nochmal weg. Mal auf die Originalfarbe. Das wirkt schon insgesamt harmonischer, finde ich. So. Und dann die Frage, wollen wir die Erker also in dieser Farbe und hier nochmal wiederholen oder nicht? Was machen wir hier oben mit dem Dach? Wir könnten jetzt nochmal was probieren, was nicht ganz so ganz so aufträgt wie der breite Weg, hier vielleicht einen Holzsteg zu legen. Aber wir haben noch eine Sache, die würde ich jetzt gerne noch klären. Wie kommen wir eigentlich hier hoch? Es gibt noch immer keine Treppe. Ich würde jetzt mal tatsächlich hier beim Bau irgendwie noch Holzmaterialien suchen und eine kleine Leiter improvisieren. Holz und irgendwie bitte rund, das wäre schön. So, und wir gucken jetzt mal, ob wir irgendwas haben, was wir auch einfärben können. Und da haben wir schon fast nichts mehr, ne? 8 Meter. 8 Meter ist fast gut.
Was haben wir denn? 4, 2 und 8. Wisst ihr was? Wir basteln uns einfach mal eine 10 Meter Geschichte hier. So. Machen hier nochmal eine andere Farbe drauf. Irgend so ein dunkles Braun. Sowas hier ist auch schon mal ganz nett. Gehen jetzt hiermit. Ja, Farbeditor wieder schließen. Mal ein Stückchen hier rüber. So, und jetzt kommt hier oben das 2 Meter Stück mal dran. So. Jetzt darf ruhig ein bisschen abstehen. Oder überstehen. Ui, das war nix. Das war richtig blöd kopiert. Machen wir nochmal richtig. So. So, dann haben wir schon mal unsere Sprossen. Aber wie gesagt, die darf jetzt eigentlich nicht durchgehen. Die muss ja eigentlich hier vorgenagelt sein. Und gucken jetzt mal, ob wir so nach Augenmaß irgendwie gleiche Abstände hinbekommen. Das muss auch nicht zu akkurat sein, denn es soll ja auch handgemacht aussehen. Natürlich jetzt mal große Abstände für die Sprossen hier. Ich hätte das eigentlich gerne noch in 1 Meter, dieses Holzstückchen. Haben wir aber nicht, ne? Oder wir nehmen sie in dünn. Das wäre jetzt natürlich auch noch ein Ding. Mal auf. Wir müssten ja als Sprossen ein bisschen dünner sein als die hier. Ja. Also wisst ihr was, wir bauen das nochmal zurück. Und dich tauschen wir mal aus. Oder tauschen dich halt nicht aus, ist mir auch vollkommen egal. Jetzt komme ich aber irgendwie jetzt hier nicht so dran. Upsala, die Kamera macht wieder nicht mit. Machen wir das doch einfach so. Fangen wir oben an. Hauen das Ding hier einfach mal flach hin. Oh, guck mal, die ist jetzt 1 Meter. Das ist ja natürlich noch besser. Damit können wir noch besser arbeiten. So. Ein Stück runter. Und verschieben hier dann jetzt nochmal richtig. Jawohl. Das Ding kommt weg. Das hier machen wir auch braun. Und jetzt aber. Machen wir es ein bisschen schneller. So, ich könnte jetzt natürlich ultra detailreich werden und könnte hier aus dem Südamerika-Paket auch diese Seile und Seilknoten holen und hier jeweils um die Enden binden. Aber das dauert Stunden, bis ich dann fertig bin mit der Leiter. Und hat vielleicht auch nur einen minimalen Mehrwert, aber das ist was, das kann man immer noch sagen oder immer noch machen, wenn man am Ende nochmal Bock hat. So. Also, unsere Leiter. Die kippen wir jetzt einfach mal ein bisschen. Ja, dann müssen sie halt über die Zinnen klettern. Das ist mir ehrlich gesagt vollkommen Schnuppe. Das kriegen sie schon hin. Sind ja auch alles sportliche Ritter hier. Aber eine reicht mir hier nicht.
dir da gerne noch ein bisschen mehr Leiter. Was ist denn jetzt los? Warum markierst du das schon wieder nicht mit? Ist ein bisschen schwierig manchmal, ne? So, bitte. Wir kriegen das hin. Eine reicht mir hier nicht. Wir brauchen noch eine Leiter hier drüben. Ah ja, natürlich. Hier dahin. Die müssen wir jetzt ein bisschen nach vorne ziehen. Ja, mach mal so. Stellen wir es direkt an die Zinnen. Dann haut das auch hin. Und die hier korrigieren wir auch nochmal in der Position. Ist das durchaus ein bisschen besser, ne? Okay, also zwei Leitern. Und dann kommen wir zumindest schon mal hier auf den Weg. Was ich natürlich noch gerne gemacht hätte, ist hier nochmal eine Treppe im Turm nach oben. Dass es noch einen zweiten Weg hier oben auf dieses Rondell gibt. Wir könnten aber auch noch eine weitere Leiter gebrauchen. Vielleicht in der Höhe nur 8 Meter. Gucken wir mal. Nämlich um... Upsala. Ja, das ist jetzt natürlich wieder schwer ätzend hier. So. Ihr wisst schon, wir müssen ja auch irgendwie hier hochkommen. Also, da müssen wir auch noch eine hinstellen. Ach so, wenn wir denn überhaupt bei dieser Variante bleiben, ne? Ich bin da jetzt schon mittlerweile irgendwie angekommen. So, die kippen wir mal ein bisschen mehr. Ist ein bisschen gefährlich. Oh, da kommen wir aber nicht an. Ja, da wird es jetzt ein bisschen schwieriger mit der Höhe. So, ei, jetzt ist sie noch immer hier in die grüne Achse verdreht, leicht verdreht. Das machen wir noch. Habe ich denn das jetzt hingekriegt? Jetzt ist es ganz vorbei, ne? So, müssen wir händisch nachdrehen. Gehen wir doch noch ein Stück nach hinten. Doch noch immer nicht gerade hier, das Ding. So, ist jetzt natürlich relativ gefährlich, da drauf zu steigen. Warum ist die denn so verdreht? Die ist doch verdreht, oder? Nö, sieht nur so aus. Okay, dann hier noch ganz vorsichtig anpassen. So wird das nichts. Muss sanft aufliegen. Jawohl. Dann könnte man natürlich das Ganze noch mal ein bisschen hier runterziehen. Solange das nicht unten rausguckt, ist das alles ganz gut. Also irgendwie ist die in sich verdreht. Ich weiß nicht, wie ich das hingekriegt habe jetzt. Aber ja. So, da liegt sie auf. Und dann lassen wir das jetzt einfach. Ist die hier auch verdreht vielleicht? Ist das schon das Problem? Nö, das wirkt ja eigentlich gerade, ne? Also, dann hätten wir das über Leitern hier zugänglich gemacht. Das triggert mich total. Unten steht die Grad, Leute. Also ganz ehrlich. Das ist ja lebensgefährlich. Matze, was ist denn da passiert? Okay. Wenn wir bei der Variante bleiben, dass wir diesen Turm so machen, dann stelle ich da nochmal eine ordentliche Leiter hin. Jetzt lassen wir das erstmal dabei gut sein. Die Schlurk nimmt Form an. Wir haben wieder deutlich überzogen. Was soll's? Passiert hier nun wieder. Wir machen Schluss an dieser Stelle. Eure Meinung ist gefordert. Die Punkte kennt ihr. Lasst mich bitte nicht alleine mit den Entscheidungen. Seid bitte klar in eurer Meinung. Stimmt euch ab oder so. Keine Ahnung. Aber quält mich bitte nicht so. Ne? Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Matze.